Renovierungen sind nervenaufreibend, kosten Geld und am Ende haut man sich wahrscheinlich nur auf die Finger, wenn man zwei linke Hände hat. Aber man kann auch hier ein bisschen Steuern sparen. In diesem Video geht es mal um das Thema Handwerkerleistungen von der Steuer absetzen. Mein Name ist Roland Elias und herzlich willkommen zu Steuern mit Kopf. Steuern spart, wer Steuern plant. Ich habe es ja schon öfter mal erwähnt und auch in meinem Videoblog habe ich es ja mal angesprochen, und zwar Handwerkerkosten von der Steuer absetzen. Wenn man zum Beispiel als Vermieter unterwegs ist, dann ist das Ganze natürlich kein Problem, weil da ist alles, was du sozusagen aufwendest für diese Vermietungsimmobilie, ganz einfach als Wärmungskosten nach § 9 des ESTG absetzbar. Anders sieht es jedoch aus, wenn du selbst Nutzer bist, sprich du deine eigene zum Beispiel Eigentumswohnung hast oder dir ein Eigenheim gekauft hast mit Frau, Kind, sonstiges. Dann ist es so, da sieht das Ganze ein bisschen anders aus, denn hier kannst du im Grunde nicht mehr wirklich viel von der Steuer absetzen, aber auch hier gibt es Möglichkeiten. Beim Thema Handwerker ist man sofort bei den Handwerkerleistungen, und zwar hier geht es um den § 35a des ESTG. Wenn man sich diesen Paragraphen anschaut, muss man auch die Geschichte dazu kennen. Und zwar, es ist ja auch heute noch so, dass sehr viele Handwerker, ich sag mal so, am Samstag Sonderschichten schieben, die dann vielleicht nicht in den Büchern auftauchen. Jetzt ist es so, man wollte hier ganz einfach entgegenwirken und sagen, ja, lieber Häuslebauer, lieber Eigentumswohnungsbesitzer, wenn du das Ganze offiziell abwickelst und sozusagen der Handwerker dann auch eine Rechnung dafür schreiben muss, dann darfst du hier was von der Steuer absetzen. Der Witz ist natürlich, aber nicht alles. Denn es ist zum Beispiel so, Handwerkerleistungen sind absetzbar in Höhe von 20% der Lohn- und Fahrzeitkosten, aber keine Materialkosten. Und das Ganze gedeckelt auf 1200 Euro. Jetzt denkt sich der eine oder andere natürlich, 1200 Euro, 20%, das heißt Lohnkosten maximal 6000 Euro. Ja, rentiert sich das überhaupt? In den meisten Fällen muss man sagen, ja, es rentiert sich, und zwar aus dem Grund, weil diese 1200 Euro eine direkte Steuerermäßigung sind. Das heißt, wenn man hier nochmal ganz kurz das Schema einblendet, dann weiß man, dass, wie gesagt, diese Steuerermäßigungen direkt von der Steuer abgerechnet werden und sozusagen nicht wie jetzt zum Beispiel Werbungskosten eine Auswirkung haben von 0 bis 45%, sondern die Handwerkerleistungen, also die 1200 Euro, von der Steuerlast abgerechnet werden. Das heißt aber auch, nicht nur die Eigenheimbesitzer sind hiervon betroffen, sondern auch zum Beispiel die Mieter. Denn wer zur Miete wohnt, der hat natürlich auch Handwerkerleistungen, wenn er zum Beispiel in der Wohnung, in der er wohnt, und hier zum Beispiel auch das klassische IKEA aufstellen, wenn hier die Arbeitsleistung gesondert ausgewiesen ist bei einer Rechnung, also beim Möbel aufstellen oder auch bei der Reparatur von Waschmaschine und sonstiges, auch das kann von der Steuer abgesetzt werden. Hier natürlich auch der Gärtner. Jetzt ist es so, ich habe euch hier mal was vorbereitet, und zwar habe ich euch hier was hergenommen, und zwar von einer meiner Immobilien habe ich euch hier mal so eine Bestätigung, ich hoffe man kann sehen. Das ist einmal so eine Bestätigung nach § 35a des ESTG. Diese kriegt ihr normalerweise immer mit eurer Nebenkostenabrechnung, wo dann zum Beispiel hier jetzt drauf auch noch, ich hoffe man kann es lesen, man sozusagen hier in diesem Zusammenhang alle Handwerkerleistungen des Jahres aufsummiert werden, und diese natürlich dann je nach Einheit, also wie gesagt hier mit dem Umlageschlüssel umgelegt werden. Und da ist es so, dass ihr wie gesagt hier seht, das ist jetzt so 2016, hier nochmal Bescheinigung nach § 35a des ESTG für das jeweilige Objekt. Und jetzt fällt es runter. Und dementsprechend ihr, wie gesagt, das von der Steuer absetzen könnt, auch als Mieter, als direkte Steuerermäßigung. Und die Folge ist natürlich in diesem Zusammenhang, ihr spart euch dadurch effektiv Geld. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel einen Handwerker habt und der für euch irgendwelche Tätigkeiten in der Mietswohnung oder in der Eigentumswohnung oder im Haus oder Mietshaus ganz einfach erledigt, dann solltet ihr euch wirklich eine Rechnung holen, und zwar aus dem einfachen Grund, weil ihr diese dann von der Steuer absetzen könnt. Vor allem, wenn ihr sagt, ihr seid schon hier im Spitzensteuersatzbereich, dann macht das wirklich auch erheblich was aus, weil, wie gesagt, es eine direkte Steuerermäßigung ist und nicht wie Sonderausgaben, außergewöhnliche Belastungen, Werbungskosten oder sonstiges, ganz einfach hier nur einen prozentualen Anteil ganz einfach mindern. Die Handwerkerleistungen, wie gesagt, können angesetzt werden, 20%, maximal 1200 Euro,
aber nur die Lohnkosten. Materialkosten könnt ihr nicht absetzen und dementsprechend, wie gesagt, alles Mögliche, was handwerkstechnisch anfällt, muss aber natürlich dann dementsprechend auch überwiesen werden mit ordnungsgemäßer Rechnung. Barzahlungen sind nicht mehr anerkannt. Ich hoffe, dieses Video hat euch jetzt einigermaßen geholfen und ihr habt jetzt einen relativ guten Überblick über das Thema Handwerkerleistungen, wie ihr diese als Steuerermäßigungen absetzen könnt. Wenn euch das Video gefallen hat, wie gesagt, lasst mir einen Daumen nach oben da. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann abonnieren. Solltet ihr weitere Fragen haben oder irgendwelche Tipps oder sonstiges, wo ihr sagt, Steuertipps, hey Roland, sprich das mal an oder klär uns mal drüber auf, wie funktioniert das eigentlich, dann ab damit unten in die Kommentare. Mein Name ist Roland Elias und das war Steuern mit Kopf. Steuern spart, wer Steuern plant.